Ciao a tutti, heute mal so eine etwas andere Folge hier bei Oh My Italy, denn heute geht's um den Aperitivo, zu Deutsch der Aperitif, gerne auch damit verwechselt, dass es häufig auch wirklich nur was zu trinken ist, was gar nicht mal so richtig ist, denn zum Aperitif gehört wirklich Essen und das Getränk gleichermaßen und es ist eigentlich eher die Phase, diese gesellige Phase vor dem großen Sturm, vor dem großen Essen mit vielen kleinen Snacks mit leckeren frischen Getränken, die einfach Lust machen sollen auf mehr. Es wird richtig gut. Deswegen habe ich hier natürlich schon was Leckeres für euch vorbereitet. Ein bisschen Ciabatta, Oliven, Parmesan, Parmaschinken, Grissini. Und weil wir dem ganzen Kind natürlich noch einen Namen geben müssen, gibt es von mir noch einen Aperol Spritz für euch. Und deshalb gibt es auch, bevor wir jetzt mit dem Getränk anfangen, ein Grissini für mich. Mit ein bisschen Schinken. Gleich mal einwickeln. So. Lisa, möchtest du auch was? Ich glaube, ich nehme ein bisschen Parmesan. Nein, mit ja. Olive. Bist du auch so jemand, der sich schon bei den Vorspeisen schön den Magen vollhaut? Absolut. Jetzt geht's ans Getränk. Und bei dieser Nummer muss ich auch ganz ehrlich sagen, da haben wir natürlich den Anspruch daran, dass es ein sauleckerer Aperitif ist, also der Getränke-Aperitif, aber nicht den Anspruch, dass es perfekt in jede Bar auch fitten würde. Deshalb, also ich nehme da immer ganz gerne ein Prosecco, Aperol und Mineralwasser oder Soda, je nachdem, was ihr da habt, und Orange. Das Gute zum Mengenverhältnis, man kann es sich sehr einfach merken, 3, 2, 1. Und zwar 3 Prosecco, 2 Aperol, 1 Soda, Mineralwasser, je nachdem, was ihr gerade griffbereit habt. In Italien macht man es auch hier und da mal so, dass man zum Beispiel den Prosecco-Part austauscht durch Weißwein. Dann würde ich allerdings immer so ein bisschen mehr empfehlen, mehr Mineralwasser dazu zu tun, damit es so ein bisschen spritziger eben wird. Wir machen das heute mit Prosecco und es wird richtig gut schmecken. Es muss jetzt diesmal nicht die Perfektion beim Abmessen sein. Und deshalb verzichte ich heute sogar mal auf den Messbecher. Und wir servieren das Ding direkt im Glas und direkt auf Eis. Dann kommen wir relativ schnell zum Prosecco. So. 3 im Verhältnis, habe ich euch ja gerade gesagt. Merkt euch das gut. Jetzt den Aperol. So, 3, 2, 1. Aperol ist die 2. Mineralwasser. Damit füllen wir auf. Zu guter Letzt noch die gute gewaschene Bio-Orange. Werden wir auch eine Scheibe von runternehmen. Ihr habt ja gesehen, ich habe heute so ein bisschen aufs Bar-Equipment verzichtet, habe das alles so ein bisschen nach Gefühl gemacht, wir müssen aber noch rühren. Deshalb habe ich hier diesen wunderschönen verlängerten Eierlöffel, der sich hier genauso gut eignet wie der Barlöffel. Ich glaube, Bartender würden mich dafür wahrscheinlich gerade am liebsten in der Luft in Stücke reißen. Gleich einen richtig guten Opener für, ja, eigentlich für jeden Tag, aber auch wirklich sehr, sehr sommergeeignet. Schön kühl, schön fruchtig, ein bisschen bitter durch den Aperol. Und wir haben hier noch eine Menge andere Sachen, die wir jetzt, glaube ich, teamintern sehr, sehr gerne verspeisen werden. Und ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen für diesen Aperitivteil begeistern, für den Aperol Spritz. Macht euch den gerne, wann immer ihr Lust dazu habt. Gebt uns einen Daumen nach oben, abonniert natürlich den Kanal. Sonst zeigen wir euch einfach kein Video mehr und die Glocke, dann verpasst ihr auch kein Video mehr und wir freuen uns auf die nächste Runde mit euch. Ciao!